Und du hast mal gesagt, du kannst gut altern. Du hast kein Problem mit dem Alter, oder? Mit der Zahl habe ich kein Problem. Aber wenn ich den Falten habe, habe ich dann schon ein Problem. Ich stehe dazu, dass ich Schönheitsoperationen mache. Und da haben viele gedacht, vor allem auf dem Land, das ist nicht ganz putzt, der Hanselmann. Warum macht er das? Ein Mann, der sich Schönheitsoperationen zufügt. Ich bin zufriedener. So, als wo ich auch noch dazu mal gecancelt worden bin. Also hat mir das eigentlich nur mehr Selbstvertrauen gegeben. Wie viel Geld hast du bis jetzt ausgegeben, insgesamt für alle Schönheits-OPs? Ja, das ist immer so. Ich weiß am Zahlen, da finde ich so okay, ja. Der Frühling steht vor der Tür, wunderschön die Sonnenstrahlen. Und wunderschön ist übrigens auch die SIT-Ausgabe, sensationell. Und ich hoffe, ihr habt mich natürlich schon abonniert, kommentiert, geliked und teilt. Und für die, die es noch nicht gemacht haben, abonniert mich noch schnell hier unten mit abonnieren und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Ja, eine Sonnenbrille hat man an, wenn man einen It-Boy auf Besuch hat. Reto Hanselmann. Glaub ich, habe ich so eine extreme Ausstrahlung auf dich. Ja, unglaublich. Dass du die Sonnenbrille hast. Du hast aber auch eine an. Ja, eben. Sie abziehen? Ja, sehr gerne. Vor allem, eben, wer hat im Studio eine Sonnenbrille an? Es ist ja hell, aber so hell, dass genau. Wir die, glaube ich, heute anlegen müssen, brauchen wir nicht. Wir können an die Augen schauen. Ich kann sagen. Genau. Du bist der Schweizer It-Boy. Was macht ein It-Boy den ganzen Tag? Das habe ich mir jahrelang auch gefragt. Was macht It-Boy? Ich glaube wirklich, dazumal ist das erfunden worden oder von der Boulevard geschrieben worden, weil man hätte mich wie nicht schubladisieren können. Man hätte mich nicht können packen. Ich bin wiederum an jedem roten Teppich gewesen, mit allen Promis verkehrt. Aber gleich hat man nicht gewusst, was er macht. Und ich habe selber nicht gewusst, was ich machen soll. Ich hatte ein Leben, in dem ich mich selber wieder finden musste. Da ich auch keinen Druck hatte, um etwas zu machen. Also ich komme ja ursprünglich aus der Küche. Also ich habe Koch- und Serviceangestellte gelernt. Hast du jetzt schon mit Promis zu tun gehabt? Nein. Der Wunsch war schon da, immer mehr zu sein als das. Aber nein, dazu mal noch nicht. Ich hatte dann das Glück gehabt in meinem Leben, dass ich einen Menschen kennengelernt habe. Mit dem bin ich jetzt auch verheiratet. Wo mir von heute auf morgen eigentlich einen anderen Lifestyle, ein anderes Leben hätte können bieten können. Wo ich mir natürlich nie so erträumt hatte in den jungen Jahren. Und dann hast du in das Leben hineingesehen und hast gefunden, hey, ich will auch so einen Lifestyle leben. Ja, nein, ich war schon immer ein Typus, wo ich wollte, oder ich wollte in die Welt hineinschauen, in die Showwelt hinein. Ich war der Mensch, der schon immer das sehr, sehr interessant gefunden hat. Nicht nur aber an der Front selber zu sein, auch hindurch beim Fernsehen zu arbeiten, vielleicht auch im Bereich in Kulissen bauen. Deswegen, ich habe ja sehr gestaunt, wo ich hier reinkommen durfte in dein Studio. Ich das liebe so Sachen, das zieht sich ja jetzt auch mit meinen Partys durch, dass ich auch Welten baue oder Welten erschaffe. Aber natürlich auch mit den Leuten, die eben den Glamour haben dabei zu sein. Und das ist natürlich nicht so einfach, dort reinzukommen. Also das ist eine Welt, eine kleine Welt für sich. Eben, du hast eine Faszination fürs Dekorieren. Ja, genau. Ich würde sagen, über das reden wir gerade. Aber zuerst komm, bevor wir richtig loslegen, gibt es etwas zu trinken? Ja, du weißt, ich trinke am Sonntag bis Freitag keinen Schluck Alkohol. Und das ist mir also wirklich etwas, wo ich das seit 10, 20 Jahren fast schon so mache. Aber heute machst du eine Ausnahme, weil du bei mir sensationell bist. Genau. Gut, wo ist er denn? Ein Schlückchen aber, gell? Genau, wir kommen zu der Rubrik Kaffee, Tee oder mehr. Das Güppli wird gerade serviert. Reden wir über deine Faszination fürs Kreative. Du gestaltest Welten, du bist Partyveranstalter, du hast im Jahr 14 Partys, wenn kein Corona genau, ist. Genau. Wie war es für dich jetzt, das Jahr? Es war wahrscheinlich auch schwierig, oder? Es war ein Entwicklungsjahr. Also es war ein Jahr, das so abrupt beendet wurde, mit ganz vielen neuen Konzepten. Wir hatten das 10-Jährige von meiner Halloween geplant, wo wir dann am Schluss nicht durchführen durften. Wo ich aber schon gewusst habe, im März, wenn das so weitergeht, kann ich das vergessen. Es war am Anfang speziell, weil du bist Wochenende für Wochenende gebraucht worden. Bist an der Front gestanden und auf einmal war nichts mehr. Aber jetzt muss ich dir ganz ehrlich sagen, im Nachhinein, ich habe das Jahr enorm genutzt, um mich neu zu entwickeln. Das heisst, was kann man parallel noch machen neben den Partys? Oder was kann man parallel machen, wenn es wieder aufgeht? Was bietet man Neues? Was tut man, wie tut man die Leute neu begeistern? Und ich habe das Jahr eigentlich wirklich
sehr, sehr genossen für mich, wo ich bei anderen Leiden Gottes im Negativen war, wo mich selber auch getroffen hat in meinem Freundeskreis, habe ich für mich, neue Wege und neue Ziele kreiert. Das heisst zum Beispiel? Danke vielmals. Das sind unsere Küche. Ja, ich sehe es. So, wir stoßen ja, jetzt komm, an. Wir stoßen da. Komm nicht dazu, richtig? Machen wir es richtig. Ja. Soll gelten, gell? Gleichfalls. Schön, bist du gekommen, sensationell. Sehr gerne, sehr gerne. Noch einmal. Jetzt trinke ich da nach Wochen, muss ich sagen. Ich habe ja keine Events im Moment, da trinke ich ja keinen Alkohol, viel Sport. Jetzt trinke ich wieder mal ein Ding. Muss schauen, nach einem bin ich schon besoffen. Ja. Tut aber gut. Eben, du hast Partys organisiert wie Hanselmanns Wiesen oder eine Halloween-Party. Ja. Wie muss man sich das vorstellen? Wie laufen deine Partys ab? Also eben, es ist halt für mich immer so gewesen, ich habe immer gesagt, wenn ich etwas mache, und das ist egal, was ich mache, es muss anders sein als andere Partys, also andere Menschen, wie sie sich inszenieren. Ich habe immer wollen, etwas bieten, das Nachhaltigkeit gibt. Also, dass die Leute kommen und sagen, wow, so etwas in der Schweiz, so etwas habe ich noch nie erlebt, das musst du gesehen haben. Und das ist natürlich einerseits ein extremer Druck, weil die Erwartungshaltungen von Jahr zu Jahr steigen. Ich habe ein super Team, muss ich auch sagen, im Hintergrund. Wir planen alles etwa das 12. hoch. Jeder bringt so seinen Input rein und am Schluss entstehen einfach komplett neue Welten, die international mitheben dürfen. Und das kostet natürlich alles auch. Also, da musst du auch wieder super Sponsoren haben, die sagen, hey, wir sind auch so freaky drauf, wir wollen auch Nachhaltigkeit, wir wollen auch, dass wir über den Brand reden, wo wir ein Teil davon sind. Und ja, da sind wir, glaube ich, alle recht gut und haben auch die richtigen Sponsoren zusammen, die genau gleich denken wie wir. Und was für Promis kommen da zu dir? Eben auch internationale. Du bist ja sehr gut vernetzt. Kannst du ein paar Namen droppen? Ja, also das sind eben von den deutschen Promis angefangen. Was haben wir da? Die Ochsenknecht, Natascha Ochsenknecht. Was haben wir noch? Mariella Ahrens. So viele Leute. Ich vergesse es abends so in den Dingen. Du kennst so viele Schweizer Promis. Du hast ja, gesagt, da kommt praktisch wirklich alles. Also das ist wirklich etwas mega Schönes. Und ich glaube, dass sie kommen, sie sehen, es ist nicht ein typischer Red Carpet mit einem schönen Valentino-Kleid, Gucci-Kleid. Nein, sie müssen sich etwas überlegen, sie gehen selber in andere Rollen rein und inszenieren die Rolle. Und du merkst einfach, und sie merken, dass Konkurrenz auch nicht schläft. Also jeder toppt den anderen irgendwie auf eine Art und das macht es eben auch aus. Es ist wirklich eine Faszination. Auch viele Leute, die jetzt sagen, oh, Kleid ist nicht meins, muss ich ganz ehrlich sagen, ist auch nicht meins. Ich bin eher der Kreativdenker, aber da ich ja der Gastgeber bin, muss ich ja auch. Und ich finde das mega lässig. Also es ist wirklich etwas, wo du siehst, wie viel Mühe und auch ein Promi, wie viel Mühe. Der geht nicht auf den Gucci-Laden, ich kann mir jetzt das teure Kleid kaufen und dann sehe ich sowieso mit meiner Figur super aus. Nein, sie überlegen sich wirklich etwas und es sind wirklich viele Leute dabei, die mit Fasnacht nichts am Hut haben, aber sie wollen einmal im Jahr sich so repräsentieren oder präsentieren auf dem roten Teppich. Das kennen wir ja von der Heidi Klum. Genau. Und du kennst sie ja gut, du bist auch schon dort an ihrer Halloween-Party. Ja, ich komme eigentlich jedes Jahr, außer das letzte Jahr nicht. Hat sie auch nichts gemacht. Wie ist euer Kontakt entstanden? Wie habt ihr euch kennengelernt? Der Kontakt ist durch Wolfgang Job entstanden. Den Wolfgang kenne ich jetzt auch schon ein Zeitchen. Und der Wolfgang ist sehr eng befreundet mit der Heidi. Und es ist eigentlich so, dass die Heidi Klum nur, ich schätze, etwa 400 bis 500 Leute einladen. Und die sind auch nur von ihr eingeladen. Also du hast keine Chance, irgendwie sonst an den Events zu kommen. Sie lädt das wirklich klein. Und es ist schon crazy. Also, das erste Mal, als ich dort war, also wirklich, wenn nebendran bist, es gibt dort auch keine Bodyguards. Es ist nicht so, dass es gesaved ist, weil sie ja genau gezielt einlädt. Das ist ja nicht so, dass du weißt, oh, jetzt da ein Psycho rum, wo dann die Promis angeht. Es ist wirklich so, es ist so mega privat. Und dann siehst du Mariah Carey neben dir stehen oder irgendwie sonst ein Star. Du bist so dort und findest so, wow. Oder weisst du es nicht einmal und liest den nächsten Tag Zeitung oder schaust RTL und siehst irgendwie, wer alles dort ist. Und dann so, siehst du dich noch mit drin. Ja, und weisst du, was ich meine? Und dann bist du so drinnen und bist mit denen vielleicht noch am Schnören gewesen, aber weisst gar nicht, was sie gemacht haben, weil jeder hat ja eins getrunken und dann redest du ja nicht, meistens nicht über den Beruf. Es ist schon mega, mega spannend. Was mich aber, muss ich auch ehrlich sagen, viele haben mich gefragt, wow, die muss ja auch gigantisch dekoriert haben. Nein. Also es ist wirklich so, verkleidet sich immer sie verkleidet sich Hammer. Da hat sie natürlich ihre Sponsoren, oder? Amazon war ja vorletztes Jahr.
wo sie mit dem Tokyo Hotel Kaulitz mal gekommen ist. Nein, es ist wirklich so, es ist sie. Es geht um sie. Auch der Amerikaner ist nicht der typische Mega-Wow-Effekt-Verkleider, wie wir das Gefühl haben, wie wir es auch machen in der Schweiz. Sie sind eher so, es ist eine Fasnacht. Also es ist wirklich der Zahnarzt, der ein paar Blutspritzen drauf hat und das und das. Und das ist vereinzelt, die sich wirklich Mühe geben. Aber so wie in der Schweiz wird es dort nicht gehandhabt. Und auch im Dekorativen sind sie eher minimalistisch. Also es ist nicht sehr viel dekoriert, ein paar Spinnennetze und ein paar Nebelmaschinen. Und dann hat so ein paar Punkte, wo sie noch irgendwie so ein bisschen dekoriert, ein paar Ecken. Aber jetzt nicht das, was du erwartest, das muss ja dort, also unsere Halloween-Königin, die muss ja dekorieren bis zum Gehtnichtmehr. Ist leider nicht der Fall. Mhm. Aber du kennst auch sehr viele Schweizer Promis. Du wohnst mit dem Sven Ippine zum Beispiel zusammen. Du hast ein Haus auf 7 Stück. Wie muss man sich das vorstellen? Ist es mehr WG oder? Ja, nein, es ist kein WG. Es hat jeder seinen Teil vom Haus. Ich habe meinen Teil vom Haus. Es sind auch Stücke, die nicht bewohnt sind, in dem Sinn, wo halt Büros oder Kellerbereich. Also eben 7 Stück sind immer so, oh, was ist das für ein Haus? Es ist ein anständiges Haus, aber ein normales Haus. Nein, wir teilen uns eigentlich jeder seine Privacy. Er hat seinen Teil. Ich habe meinen Teil und wir sehen uns lustigerweise sehr selten. Ich habe immer das Gefühl, wenn man dann nahe ist, dass wir viel miteinander sehen. Aber ich sehe mehr seinen Mann, wenn ich so viel am Arbeiten und ich bin wiederum an anderen Zeiten weg, dass das eigentlich im Verhältnis, außer im Sommer, wo wir zusammen auch gerne im Garten sind, eigentlich gar nicht einander so viel sehen. Wir kommen zur nächsten Rubrik und die heisst «Eins von drei». Ja, bei 1 von 3 darfst du aus diesen 3 Gouverts 1 ziehen und dahinter versteckt sich eine Frage. Super. Welche Farbe soll ich nehmen? Ich nehme das Grüne. Super. Die Mitte. Grün für die Hoffnung, genau, dass es vielleicht mit der Partyszene wieder ein bisschen, ja, aufwärts geht. Wird es garantiert? Genau, dahinter versteckt sich das Wort Faszination. Für was hast du Faszination? Du hast vorhin schon gesagt, dekorieren, ja, oder? Eben, aber das bleibt auch dort. Also erstens, ich habe 2 Faszinationen. Ich habe Menschenfaszination. Ich liebe Menschen und ihre Geschichten. Also ich, wie du, ja, das ist auch dein Beruf, Menschen, die über ihr Leben erzählen, da geht es nicht darum, Menschen aus dem Showbiz, Menschen, die alles haben, eben Menschen, die eigentlich wie ich ursprünglich oder bürgerliches Leben leben und ihre Geschichten erzählen. Ich habe immer schon eine Faszination, Menschen zuzuhören. Und ich habe auch vieles gelernt durch das. Also ich sage mal, die Schule hat mir einen Teil mitgegeben, aber eigentlich wirklich die grosse Lehre fürs Leben sind wirklich Menschen wie du und ich, auf der Straße oder wo man neu kennenlernt und ihre Geschichten zuzuhören und Sachen mitzunehmen. Und die 2. Faszination ist natürlich die Riesenfaszination. Ich bin sehr viel, also meine Dekoration für meine Halloween-Party werden ja ein grosser Teil der Universal in Los Angeles produziert. Also wirklich dort, wo auch die Filmrequisiten sind. In Hollywood. Und Tomorrowland, das ist in Belgien, wo eigentlich das grosse Open-Air produziert wird, die mehr als Stage produziert. Und für mich ist das jedes Mal, jedes Jahr ein Highlight, wenn ich in die Staaten fliege, jetzt eben leider nicht, und ich in diesen Produktionen, also dort, wo das Zeug produziert wird, ich könnte das wie ein kleiner Golf, gell? Wo das Ganze, ob das Masken, die produziert, oder eben so eine Wand wie hinter dir steht, einfach die Faszination für Details, dass eigentlich mehr Schein als Sein, es soll wirken, aber hinten ist ja eigentlich Leute aus einer Holzwand, das hat mich schon immer sehr fasziniert und da bin ich auch immer noch an meinen Events, immer die Person, die alles ausdekoriert, genau Geschichten zukennt, wie sie am Schluss soll für Gäste wirken. Das sind so meine 2 grossen Faszinationen. Ja, und dann eben die andere Faszination für Menschen. Und auch du hast es nicht immer ganz einfach im Leben. Du bist als Kind eher ein bisschen fettliebiger gewesen, ist das richtig? Ja, also ich bin, ich habe, ich jetzt mal mit 14, 15 habe ich einen extremen Schub gemacht, also auch mit ein paar Kilos mehr auf der Rippe. Und dementsprechend, wie Kinder sind, also ich wollte jetzt nicht sagen, dass ich jetzt der Ärmste gewesen bin, wo andere nicht haben, die Schicksal. Ich durfte es einfach auch miterleben. Und für mich ist das, ich sage jetzt bis heute, sicher etwas sehr Einschneidendes gewesen, wo mich sehr, sehr jetzt noch befasst. Deswegen mache ich auch das, was ich mache, immer
an mir herumbasteln. Ich denke mal, das wird sicher ein riesiger Grund sein von meiner Vergangenheit. Ja. Mit 24 hast du angefangen mit Schönheitsoperationen. Dann. Mit 24 habe ich dann oft wirklich andere Massnahmen. Also ich habe einerseits die Nase korrigieren lassen, dann Fettabsaugungen. Das habe ich vorne schon gemacht. Und dann mit 24 mit dem Botox. Das war das, was du sicher mal eben gelesen hast. Ja, das habe ich so in dem Alter angefangen. Ich habe für mich immer gute Ärzte gehabt, wo ich mich extrem auseinandergesetzt habe, wann ist die Grenze? Also, ich habe immer gesagt, ich will nicht ausgehen wie der Glöckler. Also, ich will kein maskenhaftes Gesicht, ich möchte meine Mimik machen und ich bin ein Mensch, der extrem mit Kritik umgehen kann. Positive Kritik, also Kritik, wo etwas mit dem zu tun hat. Und viele Freunde haben irgendwann mal mit 26 gesagt, ey, nein, du darfst nicht mehr, du hast ja keine Mimik mehr im Gesicht. Jetzt siehst du aus wie der Ken, das sieht so beschissen aus. Und ich nehme das auch zu Herzen und habe auch bestimmte Punkte. Du verlierst dich, wie eine Tätowierung. Ich würde am liebsten alles tätowieren, aber ich muss irgendwann mal sagen, es ist mal ein Punkt. Und das ist halt bei der Schönheitsoperation auch. Jetzt habe ich die Schlupflider gemacht, jetzt fängt es mich auch schon unzustören, weil jetzt natürlich oben gestrafter ist als unten. Das heisst, jetzt, wann mache ich das? Eben, es ist ein Rattenschwanz. Also wenn du mit einem anfängst, kommt das zweite, das dritte, das vierte, das drauf fällt und du bist eigentlich permanent nur noch beim Schönheitschirurgen. Ja. Und warum hast du denn gefunden, als etwas am ersten die Nase? Weil mir die nicht gepasst hat. Und ich glaube auch, psychologisch bedingt, weißt, ich schaue auch vieles immer, ich studiere Menschen, ich studiere dich, ich studiere die schöne, liebe Dame hinter der Kamera. Wenn sie mit mir redet, warum reagierst du so auf mich? Was steckt dahinter? Was ist deine Vergangenheit? Und wir sind ja prägt. Alles, wie wir sind, ob wir Aufmerksamkeit brauchen. Und ich glaube, das, was ich mache, extrem viel mit Aufmerksamkeitsdefizit zu tun. Dass das so Sachen sind, die dein Leben begleiten. Und ich glaube, mit den Schönheitsoperationen eben auch wie eine Maske erstellt haben. Du sollst das wahrnehmen von mir, was ich dir gebe. Schau aber nicht dahinter. Das war früher ein Punkt gewesen. Mittlerweile bin ich auch älter, ich werde jetzt das Jahr 40, wo ich finde, ich kann offen über das reden. Also, und du hast einmal gesagt, du kannst gut altern. Du hast kein Problem mit dem Alter, oder? Mit der Zahl habe ich kein Problem. Aber wenn ich dann Falten habe, habe ich dann schon ein Problem. Okay. Nein, Falten finde ich lustigerweise Männer gefallen mir oder auch Frauen, die eine Geschichte zu erzählen haben, nicht nur in der Sprache, auch im Optischen. Und eine Geschichte erzählst du ja nur mit Mimik und mit Falten, was du erlebt hast. Und für mich selber ist es aber wirklich, eben, wie ich dir jetzt vorhin gesagt habe, eigentlich nimm das wahr, was du jetzt siehst einerseits, und das ist die Optik. Und wenn ich mich im Spiegel anschaue, sagen viele, ja, du siehst schon super aus oder so. Ich finde, Katastrophe. Du bist sehr selbstkritisch. Sehr, aber das hat mit der Selbstliebe zu. Einerseits habe ich sie ja, also weiss ich, wer ich bin und bin sehr selbstreflektierend, aber andererseits ist es halt immer noch das Defizit aus meiner Vergangenheit, aus meiner Kindheit. Lang ich oder lang ich nicht? Bin ich jetzt dann mit 40, auch wenn eben die Zahl mir ja nichts sagt, aber optisch nicht mehr so trendy für die Jungen. Es ist schon so die Punkte, wo ich mir natürlich meine Gedanken darüber mache. Ja. Und das beschäftigt dich tagtäglich, jede Stunde, oder? Stell dir vor. Nein, dann wäre ich nur noch depressiv. Dann wäre ich auch, könntest du mich einliefern. Nein, überhaupt nicht. Es ist natürlich, wenn du extrem viele Social Media, und das habe ich ja schon vielmals gesagt, ich meine, heutzutage jedes Bild, wo du ja von Menschen siehst, sind ja gefiltert. Und wir sind ja in einem Lifestyle inne, wo wir unsere Wahrnehmung, die richtige Wahrnehmung, nicht der perfekte Licht, sind wir schockiert. Das sind nicht wir. Wie sehen die aus? Aber das ist eine Störung, wo wir uns, ich weiss nicht, wie das wird enden, aber in den nächsten 10 Jahren machst du ein Foto und du findest einfach, das bin nicht ich, ich muss den Filter, die Augen müssen grösser wirken, kantiger und alles. Und das macht ja jeder. Und das ist ja das Erschreckende, dass wir leben ja alle zusammen in dem Sinne. Du hast ja perfektes Licht. Du könntest jetzt sagen, wir könnten das Licht machen, dass das Licht frontal oder von anderen, da haben wir Schatten im Gesicht und jetzt sind wir halt so. Nein, es ist einfach halt das, was wir inszenieren, ob das jetzt Social Media oder im Fernsehen ist, halt mit der Perfektion verbunden. Und ich glaube, mit dem bin ich schon tagtäglich auseinandergesetzt, dass ich natürlich, wenn ich meine Fötterchen bearbeite, dass wenn du mich auf der Straße siehst, nicht ganz schockierst und sagst, das ist ein anderer Mensch. Also, das habe ich bei anderen Frauen, die abends auf dem Social Media sind, dachte ich, was? Das ist die gleiche Person. Das sieht ja ganz anders aus. Und das möchte ich nicht. Oder?
Aber eben die Perfektion kann auch extrem zum Druck werden. Gerade junge Mädchen, oder, die das Gefühl haben, so, oh, da habe ich zu viel Speck oder so. Das ist und dann, ganz schlimm. Ja. Und ich, das ist ja genau der Punkt, wo ich mich sage, ich zweifle. Oder? Einerseits, wenn ich ja Interviews gebe über Beauties und so, tue ich jetzt das verharmlosen und du eigentlich die Leute noch motivieren, das zu machen. Ich bin halt der Meinung, und das ist halt immer so gewesen, jeder, das ist mein Körper, ich darf mit meinem Körper machen, was ich will. Und ich bin zufriedener, so, als wo ich auch noch dazu mal gecancelt worden bin. Also hat mir das eigentlich nur mehr Selbstvertrauen gegeben. Natürlich nicht 100%, wie eben, weil ich suche immer noch. Aber sicher schon ein anderer Step zu einem positiveren Denken oder einem positiveren Leben für mich. Ja. Wie viel Geld hast du bis jetzt ausgegeben, insgesamt für alle Schönheits-OPs? Ja, das ist immer so, ich weiss sagen, Zahlen, da finde ich so okay, ja. Wir rechnen natürlich in etwa zusammen, was der Preis wäre. Also ich würde jetzt mittlerweile sagen, ich bin locker auf 150'000 Franken. Also wenn ich 200'000 Franken will, dann fängt es natürlich schon an, mein Bart ist ja nicht echt. So ein Bart zu produzieren, wenn du es gut produzierst, dann kostet das schnell einmal einen 11er, 12er, oder? Wenn ich denke, ich gehe alle zwei Wochen Hydrafacial machen, eine Gesichtsreinigung von den Poren, das kostet schnell 450, dann mache ich PRP, das ist Eigenblutspritze, wo ja nicht chemisch, also reden wir jetzt nicht von Botox, kostet etwa ein paar hundert Franken. Und wenn du das natürlich summierst über die letzten Jahre, ist das natürlich ein enormer Wert. Oder? Aber das ist halt heutzutage auch so, wie du auch weißt, es ist ja alles im Leben, man verdient alles. Und ich habe so viele Anfragen von Schönheitskliniken natürlich, weil ich immer noch der einzige Mann bin, der eigentlich und vor 10 Jahren dazu steht, ja, mittlerweile hast du schon mehr. Aber ich war natürlich der Erste gewesen vor 10 Jahren. Und das habe ich auch gewusst. Deswegen habe ich auch polarisiert mit dem. Ich stehe dazu, dass ich Schönheitsoperationen mache. Und da haben viele gedacht, vor allem auf dem Land, das ist nicht ganz putzt, der Hanselmann. Warum macht er das? Ein Mann, der sich Schönheitsoperationen zufügt oder Schmerzen zufügt. Ein Mann muss Krähenfüße haben, ein Mann muss Halbglatze haben, ein Mann, das ist ein richtiger Mann. Ich habe gefunden, für mich, nein, auch wenn ich ein richtiger Mann bin und alles meine Merkmale da richtig männlich sind, muss ich das nicht. Und wie sich jetzt die Welt ja gezeigt hat, verändert sich, weil jeder Mann, der ein richtiger Mann ist, hat ja mittlerweile einen Filter und der tut er auf Instagram auch drauf und dann finde ich ja auch, also sorry, zeig dich doch richtig, wenn du ein richtiger Mann bist und sonst sag einfach nichts über Schönheitsoperationen, weil du tust ja dich auch faken. Wir kommen zur nächsten Rubrik und die heisst «Noch nie gesagt». Ja, und bei «Noch nie gesagt» geht es darum, gibt es etwas, das du noch niemandem erzählt hast? Du hast ja im Blick so viele Artikel schon gehabt, vielleicht gibt es etwas, das du uns als erstes kannst preisgeben kannst. Ja, also es sind sicher verschiedene Projekte geplant, die dieses Jahr werden stattfinden, unter anderem in Luzern, wo ich darf den kreativen Teil übernehmen. Mehr kannst du noch nicht sagen. Ich kann dir nicht sagen, es wird sicher ein bisschen um etwas gehen, wo eigentlich am Touren ist in der ganzen Schweiz, wo aber jetzt dieses Jahr längere Zeit wird in Luzern sein, in der Weihnachtszeit. Und da freue ich mich natürlich riesig, vor allem mal etwas aus Zürich zu machen oder mit dürfen zu wirken. Und nein, es sind verschiedene Projekte, eben, wie du jetzt gerade gesagt hast, Perfektion beim Mann. Ich hatte eine Idee mit meinem Agent zusammen, was kann man in den kosmetischen Bereichen den Männern auch beibringen, wo sie sagen, ja, ich bin heterosexuell und nicht homosexuell. Aber eben gleich, wenn du auf der Straße siehst, wow, siehst du frisch aus. Und wir haben jetzt da eine Kooperation, oder wir sind jetzt dran, eine Kooperation mit einem coolen Konzept, wo ich auch den Männern Tipps und Tricks mitgebe, was Bereich Schönheit und Kosmetik anbelangt. Also lieber, sind Männer da auch immer mehr bereit dazu? Ja, logisch. Eben, schau du Instagram an und geh schauen, wie viel das ein Beautyfilter drauf hat. 90%. Ich weiss nicht, wie du es machst, aber du hast ja garantiert ein gutes Licht oder dass du ja keinen Schatten drunter hast, dass man irgendwie die schwarzen Ränder sieht. Du tust einen Filter auf Instagram, kannst einmal überziehen und dann hast du auch ein perfekt den Paris-Filter, der da auf Instagram ist. Macht praktisch jeder. Die jungen Männer sowieso. Also, ich würde Ihnen ganz klar sagen, hey, ihr seht aber auch so, könnt auch so aussehen, wenn ihr auf die Straße rausgeht. Was macht man gegen dunkle Ränder unter den Augen? Was macht man gegen gerötete Haut? Was macht man gegen glänzige Haut? Dass man nicht aussehen wie eine Speckschwarte. Dass Männer eben auch dürfen. Nicht verweiblicht, aber genau einzelne Merkmale können retuschieren.
Und dann steht da noch mal etwas Grosses am 20. Juli, dein 40. Geburtstag. Ja, genau. Wie vierst du? Ja, das ist die Frage der Fragen. Also, es sind eine Option gewesen, oder wäre gewesen, natürlich auf Ibiza oder auf Mallorca zu mir heim ins Haus zu gehen. Mit 200 Leuten ist das ein schwierig, wenn du nicht weisst, sollen wir jetzt die Flüge buchen oder nicht? Gibt es nochmal eine Welle? Gibt es keine Welle? Und jetzt, so wie es aussieht, wird ich es, also es steht ja auch in den Sternen, wenn dann unser Stadtberg komplett mieten, exklusiv, dass niemand auf die Uetliberg sonst rauf darf, nur wirklich für 200 geladene Gäste mit verschiedensten Stages, wo coole Acts werden auftreten. Ein Riesenrad wünsche ich mir, wo du über die ganze Stadt Zürich siehst. Also du planst groß? Ja, sicher. Ich habe jetzt die letzten Jahre nicht mehr so viel gemacht. Für mich selber. Und dann habe ich gefunden, wenn, dann richtig. Der 40. Ja. Gibt es einen Act, den du verraten kannst? Ich muss ehrlich sagen, es sind verschiedenste, auch Schweizer, weil eine von den besten Freundinnen ist ja Frau Lubes, die ist auch Luzernerin. Ist bei uns gewesen, der zweite Sendung. Ja, ehrlich, ja. Das ist, wir haben einen Weg zusammen gehabt und sicher will ich sie anfragen. Der Baschi natürlich auch, ist auch ein lieber Freund von mir. Sonst sind noch ein paar in Absprache, wo ich auch natürlich gesagt habe, ich will internationales holen, dass auch der Wow-Effekt da ist. Das ist ja bei meinen Partys ja auch so. Ich muss immer den Wow-Effekt da haben. Deswegen auch immer mit den Gästen immer wieder schauen, wer international kann ich holen gehen, wo die Presse natürlich findet, wow, diese Person ist beim Hanselmann an den Partys. Dementsprechend möchte ich natürlich auch geile Acts an meinem Geburtstag haben. Aber was alles, und das ist auch kompliziert zum Planen leider das Jahr, auch für meine Halloween-Party, auch für mein Oktoberfest, weil wir hätten ja Helene Fischer gehabt, letztes Jahr. Genau. Das ist wär für mich der Ritterschlag gewesen. Also das wäre für mich wie ein riesen Wow-Effekt gewesen. Leider Gottes, haben wir es da müssen absagen. Jetzt ist die Frage, kommt man sie überhaupt wieder rüber für die Daten? Und eben, das sind alles so Sachen, die im Moment so schwierig sind, auch für meinen Geburtstag und so. Was läuft, oder? Ja. Und falls es nicht klappt, kannst du ja noch nachfeiern. Ja, ist halt nicht das Gleiche, gell? Aber ja. Aber vielleicht hast du auch ein paar schöne Spiele geplant an deinem Geburtstag, weil wir kommen zu unserem letzten Spiel und das heisst zum Schluss der Schuss. Und da geht es darum, du musst bei uns auf eine Dartscheibe schiessen und deine gute Freundin Fabienne Louves führt übrigens bei uns. Nein, ehrlich? Oh, ey, Fabi, die muss ich schlagen. Nein, genau. Sorry, das 70 gibt's nicht. Du kannst, wenn der Triple 20er schiessst, 180 Punkte erreichen, das Maximum bei uns. Und ich würde sagen, komm, du darfst gerade mal probieren, du darfst... Und Fabian hat wie viel? 70 Punkte? 70 Punkte. Nein, wie hat sie das gemacht? Wieder nur aus Glück. Nur Glück. Komm, wir probieren es doch gerade mal. Los, he? Du kannst schiessen, Reto. Ich habe Fabian schlagen, musst schauen. Sehr gut. Oh, nicht schlecht. Ein Triple schon mal. Ein 13. Ja, müssen wir nachher zusammenzählen. Und noch der letzte. Ha! Ein 20er? Ja, sorry, Fabian, ein 70er. Wie funktioniert das? Zähl es gerade schnell zusammen. Ja, das sind doch 36 Punkte. Okay, also okay. Ich gönn's den Damen. Also eben, wie gesagt... Du bist im guten Mittelfeld. Ja, eben. Frau Louves und Frau Bachmann, Zara, haben ja 70 gemacht. 34, was hast du mal gesagt? Johnny 4? Johnny 4 und gut. Du jetzt 36. Also bist ja, voll, bist voll dann mit dabei. Nein, genau. Super happy. Perfekt. Hauptsache, wir haben Delia Müller bei uns gerade in die Wand geschossen. Also, du hast immer das ist meine grösste Angst gewesen. Das wollte ich nicht wählen und es hat funktioniert, auch wenn es 34 Punkte sind. Sehr gut. Hey Reto, schön bist du da gewesen. Gibt es zum Abschluss noch etwas, was du uns gerne sagen willst? Nein, sehr gerne. Herzlich willkommen jederzeit mal an meinen Events. Und vielleicht können wir mal ein paar Tickets bei dir verlosen. Ja, sehr gerne. Für die VIP-Einladung. Wenn da etwas ist, kommst du gerne wieder vorbei, sehr, oder? Sehr, sehr gerne. Da können wir sicher etwas machen. Perfekt. Ich danke dir, Sven, für dass ich hier da sein durfte. Danke vielmals, Reto. Dankeschön. Schön, dass du mein Gast warst. Ja, und euch danke ich auch vielmals. Schön, dass ihr reingeschaut bei Sensationell. Uns gibt es wieder in 2 Wochen. Überall dort, wo es Internet gibt. Macht's gut und bis bald.